Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tipps am Freitag ZBrush-Videos, in dem ich mich zuallererst für den letzten Freitag entschuldigen muss, weil ich letzten Freitag kein Video gepostet habe und auch meine Tutorials zurzeit sehr schleppend laufen. All das, ja, sorry, ich habe ein bisschen viel zu tun für die Uni. Und das wird sich demnächst ändern. Also mein Workshop wird definitiv weitergeführt. Da wird es demnächst bessere, weitere, viele informative Tutorials geben. Bis dahin kann ich euch nur empfehlen, diesen wunderbaren Kanal zu abonnieren und mir vielleicht einen Daumen hoch zu hinterlassen, weil ich das alles ja auch irgendwie von mir aus mache. So. Jetzt wollen wir zum heutigen Video kommen, zu der heutigen Thematik. Es geht um Splitting in ZBrush. Wie ZBrush aufgebaut ist mit Tools, Subtools und etc. pp. Das erkläre ich in einem anderen Video. Auf jeden Fall konzentrieren wir uns heute auf die Subtools. Und ich habe mir in erster Linie eine Default WAX 64 Sphere geladen. Das ist eine DynaWAX Sphere, eine Dyna Mesh Sphere mit einer Auflösung von 64. Unter Geometry, Dyna Mesh kann man das Ganze auch nochmal überprüfen. Wir setzen die Auflösung direkt mal ein bisschen hoch und klonen uns diese Sphäre. Worum es heute geht, ist eben das Splitting. Das bedeutet aus einem Tool, aus einem Subtool, ich habe mir hier Floor und Perspektive ausgemacht, aus einem Subtool verschiedene Subtools zu machen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier im Fall der Kugel bin, ich mache den X-Symmetrie-Modus aus, verstecke mir hier einen Part, gehe in der Subtool-Palette auf Split und sage dann Split Hidden. Und schon habe ich aus der einen Kugel zwei Subtools gemacht. Ja? Es gibt verschiedene Verwendungsszenarien für diesen ganzen, für dieses Feature. Nämlich beispielsweise, wenn ich dem ganzen Mesh etwas hinzufügen möchte. Zuallererst dieses Splitting. Ups. Cancel. Ich wollte nichts löschen. Das Splitting funktioniert nur ohne Subdivision Levels. Ja? Ohne Subdivision Levels. Das bedeutet, es funktioniert entweder nur in einem Tool, das keine Subdivision Levels hat, oder eben im Dynamesh Modus. Und ich persönlich präferiere den Dynamesh Modus, der dann eben ja, ziemlich optimal mit dem Splitting-Feature funktioniert. Ich benutze sowieso grundsätzlich, bis ich retopologiere, gar kein Subdivision-Level. Normalerweise. So. Wir wollen jetzt quasi, ich mache mir die X-Symmetrie wieder aus. Wir wollen jetzt, ups, das ist der Damn Standard Brush. Ich mache mir hier ein Auge, um mal zu präsentieren bzw. zu illustrieren, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze noch ein bisschen hier auflösen. Ist ja völlig egal, wie das aussieht. Remeshen. Dann den Standard Brush nehmen. Und ja. Wir haben jetzt quasi hier die grobe Form eines Auges. Würde mit etwas Zeit auch etwas besser aussehen. Hier ist ziemlich dreckig, mein Gott. Ein Augenlid. Ein bisschen Tränensäcke hier.
Kennsäcke. Schönes Wort. Einmal remeshen und wir haben hier unsere, ja, das könnte man, wenn man es so betrachtet, schon etwas obszön wirken, aber es soll ja unser Auge darstellen, also, sorry, Bildwitz. Also wollen wir hier einen Augapfel hinzufügen. Dazu gibt es eben diese Brushes, das sind die Insert Brushes, Insert Sphere, Insert Cube, Insert Cylinder und auch eben viele andere Insert Brushes. Das wird noch ein eigenes Tutorial-Thema. Ich nehme jetzt hier den Insert Sphere Brush und ziehe hier einfach eine Sphäre auf. Ja? Diese Sphäre wird direkt integriert in das bestehende Subtool. Das bedeutet, ich ziehe sie auf. Sie ist Bestandteil. Wenn ich jetzt hier zweimal remeshe, sieht man, wenn man näher ran zoomt, dass das zu einem Mesh verschmolzen ist. Aber ich persönlich mag es nicht, wenn das der Augapfel beispielsweise getrennt von zusammen mit dem Augenlid ist. Deswegen gehe ich unter Split, habe das hier frisch aufgezogen mit dem Insert Brush, unter Split Unmasked Points. Dadurch wird eben der Augapfel von dem Augenlid getrennt. Und dadurch kann ich dann eben, wird das Augenlid, ups, beziehungsweise der Augapfel getrennt von dem Augenlid betrachtet. Ja? Das sind jetzt einfach zwei unterschiedliche Objekte. Das ist unheimlich nützlich. Also ich mache sehr viel damit. Zum Beispiel eben die Augen oder Zähne oder sonst was. Kann ich nur empfehlen, dieses Feature. Der zweite wichtige Punkt bei diesem Feature ist eben das Split Masking oder Split Unmasked oder Split Masked Points. Das habe ich bei meinem 1000-Füßler auch verwendet. Das bedeutet, ich habe mir hier zum Beispiel an der Seite eine Greifklaue gemacht. Ja, sowas wie man von den Schaben, von Schaben oder Kakerlaken kennt, diese Greifärmchen, die sie am Gesicht haben. Ja? Also diese Greifzangen halt irgendwie. Die sind ein bisschen eklig. Aber so habe ich sie gemacht. Das ist unheimlich nützlich. Ich maskiere mir den Part, den ich als einzelnes Mesh haben möchte. So, schon okay. Das lässt sich auf alles andere auch übertragen. Ich will es nochmal betonen. Ich habe mir jetzt hier die Greifklaue maskiert, sage Split Masked Points. Dadurch wird eben die Klaue von dem Auge getrennt. Wenn ich im Solo-Modus bin, sehe ich auch schon die Problematik, die dabei entsteht, dass quasi ein Loch reingeschnitten wird. Aber, und hier kommt wieder der Dynamesh-Modus, es nimmt sich und gibt sich halt alles in ZBrush die Hand. Im aktivierten Dynamesh-Modus kann ich hier einfach eine leere Maske aufziehen und das Loch wird geschlossen. Unheimlich praktisches Feature. Hier kann ich dann jetzt einfach wieder rein sculpten und theoretisch alles weiter machen, was ich möchte. Wichtig dabei ist nur, dass der eingesetzte Part eine andere Polygroup ist. Das bedeutet, dass in anderen Features, wie zum Beispiel dem Panel Loops Feature oder sonstigen Features von ZBrush, da muss man darauf achten, dass dann das, was man dann hier füllt, quasi eine neue Polygroup gebildet wird. Zum Thema Polygroups werde ich dann auch noch was sagen, beziehungsweise ein separates Tutorial machen. Auf jeden Fall muss man das im Hinterkopf behalten. So, jetzt haben wir das hier. Ich
remeshe einmal und man sieht direkt, dass sich hier so ein paar Artefakte bilden. Das ist ähnlich wie auch bei manchen Clip Brushes. Und da gehe ich immer mit dem Inflate Brush dran. Inflate. Ja? Bedeutet, dass ich ein bisschen hier smoothe und dann etwas inflate. Remeshe, smoothe, inflate. Remeshen und schon haben wir unser halbwegs solides Mesh. Ja? Also die Artefakte lassen sich am besten mit dem Smoothing und Inflaten rausholen. Und ja. Schon hat man ein halbwegs gescheites Mesh. Hier ist auch wichtig zu beachten, dass eben das hinzugefügte Mesh eine eigene Polygroup bildet. Ja. Polygroups, wie gesagt, wird nochmal separat besprochen. Aber man sollte es nur im Hinterkopf behalten, falls man sowas mal macht und dann Artefakte entstehen, dass das daran liegen könnte. So. Ja, ich hoffe, ein bisschen hilfreich gewesen zu sein. Bis hierhin danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche weiterhin frohes Schaffen.